Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Spyro der Drache. Spyro hat uns zur Begrüßung mal ganz kurz ins Gesicht geschaut, was er natürlich normalerweise nicht tun sollte. Aber ja, darüber wollen wir mal hinwegsehen und ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich gerade bin. Wo zur Hölle sind wir? Ach, wir sind schon in die nächste Welt gegangen beim letzten Mal. Das ist toll. Mir gefällt's ausnehmend gut. So. Oder ist das ein Level? Hey! Hey, halt die Klappe. So, den Narren ganz kurz. Nein, das ist... Das ist das... Oh, verdammt. Wir sind hier in Shucks Boss-Level. Nein! Ach so, ich muss ja sowieso... Ich muss ja ohnehin... Moment. So. Nein, bleib stehen, du Narr. So. Ach, ich muss ja hier gar nicht hoch. Wo muss ich eigentlich hin? Habe ich herausgefunden, wo ich hin muss? Ach ja, den anderen Weg verfolgen, natürlich. So. Ja, ich bin ein wenig desorientiert. Entschuldigt mir das bitte. Ich habe wieder mal das letzte Mal vor einer Woche gespielt. Und die Dinger hier gehen mir auch gar nicht auf die Nerven. Gott sei Dank. So, hoch hier. Oder hier hoch, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. So, ganz kurz auf die Kamera warten. Auf dich warte ich nicht. Du bist fies und willst mir ans Leder. Ja, und Sparks ist auch wieder voll geheilt. Hey! So, dann werden wir noch mal ganz kurz Jacques. Wir speichern das Spiel. Wir werden noch mal ganz kurz Jacques besiegen. Es hilft leider nichts. Ich meine, ich moderiere das hier jetzt zwar gerade ganz normal, aber ich weiß nicht, ob ich das dann tatsächlich als ganze Folge dann als vollwertige Folge raushauen möchte. Aber wir werden sehen. Möglicherweise haue ich es ja dann nochmal raus, um zu zeigen, wie imber ich bin. So. Hallo. Kaputt. Das war der zweite Treffer. Und ich bin froh, dass Jacques so ein anspruchsvoller Gegner ist. Sollte ich sowas sagen? Ich weiß es nicht. Na komm schon. Moment, einen kleinen Augenblick. Okay, Jacques gibt also noch... einen Moment, ich muss mal ganz kurz. 425? Warum nun... Ach, deswegen, ja, natürlich, okay. Habe ich vergessen. So, wir gehen jetzt wieder nach Hause. Wir haben Jacques besiegt, epischer Fight übrigens. So wie beim letzten Mal auch. So, 9543 Juwelen. So. Genau. Dann sind wir wieder hier. Wir sind wieder hier in dieser Welt und was ganz wichtig ist, ich habe mich vorbereitet auf diese Aufnahme. Jo, ich habe mich vorbereitet auf diese Aufnahme. Dich erledige ich mal ganz kurz, bevor du mir gefährlich werden kannst. Euch beide hole ich mir auch geschwind. Ich habe mich vorbereitet, aber ich finde gerade das Level nicht mehr, denke ich. Welches Level war es denn? Haunted Towers war es. Wo war Haunted Towers? Hm. So. Hey! Das war nicht nett. So. Haunted Towers. Ich denke, es müsste... irgendwo dort drüben gewesen sein. Ich habe mich nämlich erkundigt, wie ich diesen lästigen Drachen dort oben bekomme. Und ja, ich weiß, in eine Lösung reinzusehen, ist... es zeugt nicht unbedingt von
Entdeckerdrang oder irgendetwas sonst, aber ich will diese Drachen haben, verdammt. Und ich hoffe wirklich sehr, dass hier ist Haunted Towers, dass meine Stimme im Vergleich zum Spielsound nicht zu laut ist, zu leise. Ich meine, ich warte ganz kurz auf den Spielsound, ich sehe mir das mal ganz kurz an, den Lautstärkepegel. Ich meine, hier funktioniert es ja noch. Ich sollte vielleicht auch wieder ins Bild klicken. Kaputt. Kaputt. Ja, ich weiß, ich kenn dich doch. Gut, dann hole ich mir eben die Fee. Ja, okay, du bist auch noch hier. Hallo Fee. Danke. Erstmal du. Jetzt du und dann du. Hörst du wohl auf? Danke. Sparks ist übrigens tot. Ich freue mich überhaupt gar nicht. Das darf aber keiner wissen. Okay, Sparks ist wieder da und hat gefressen, wollte ich gerade sagen. Aber naja, es war kein sehr lang anhaltendes Mal. Ich muss mal ganz kurz, jetzt konzentriere ich mich da drüben. Ja, meine Stimme ist eindeutig lauter als der Spielesound. Ich weiß aber gar nicht, woran das liegt, ob es gut eingestellt ist ob ich... Moment mal, ich kann... Ich versuche schon wieder schneller zu reden, als ich denken kann. Ich versuche wirklich schon wieder schneller zu reden, als ich denken kann. Das sollte ich unter Umständen vermeiden. Macht aber nichts, weil das... Ja, das... Ja, das mache ich immer so. So, mal ganz kurz hier die Tür auf und den da oben weg. So. Weg ist er, dann hole ich mir nochmal ganz kurz den Kuss der Fee. Danach werden wir uns um die Ritter kümmern. Ich weiß, wir müssen uns nicht um die Ritter kümmern. Wir haben die Ritter schon allesamt erledigt. Eigentlich. Kaputt. Du auch kaputt. Ihr auch kaputt. Wo sind sie denn? Hallo? Pilze? Hallo? Da. Und dort. So. Dann lassen wir Sparks mal ganz kurz frühstücken. Einen Augenblick. Sehr gut. Ich finde das auch klasse, wie Sparks Gesicht dann immer so groß wird, wenn sie diesen wunderbaren Schmetterling verzehrt. So, hier hoch. Und ganz kurz. Wir haben ja das Problem gehabt, dass wir hier einen Drachen hören. Jo! Dass wir hier einen Drachen hören, den wir nicht sehen können und an den wir nicht rankommen können. Dieses Problem hatten wir. Wie gesagt, wir hatten dieses Problem. Oh, ich hasse dich. Ich hasse dich. Und du, warum stehst du plötzlich hier drüben? Ich hasse dich. Danke. So, kaputt. Du bist auch weg. Ich gehe dann hier entlang wieder mal. Auf jeden Fall hatten wir dieses Problem, dass wir einen Drachen hatten, den wir hören, aber nicht sehen konnten. Moment, Moment, Moment. Ich bin gerade komplett raus. Moment. Ich muss... Ja, küss mich, Fee. Die Lautstärke von diesem Spiel ist abnormal hoch. Aber im Stream, glaube ich, geht's. Ja. Es war ja in den anderen Aufnahmen auch so. Ich habe nichts verstellt. Ach so, ja, stimmt. Wir haben ja Zeit vertan. Moment. Fee. Fee, bitte küss mich noch einmal. Dankeschön. In den anderen Aufnahmen hat es ja auch gepasst mit der Lautstärke. Also, ja, lassen wir es so. Never touch a running system. So. Also, wir müssen hier unten nämlich den Sprint ausführen. Und mit diesem Sprint müssen wir über erstmal durch alle Türen durchkommen. Und dann über diese Rampe, die ich ja schon verdächtigt hatte beim letzten Mal, müssen wir über diese Rampe springen und dann kommen wir da nach oben, wo der Drache sich aufhält oder aufgehalten wurde.
Moment. Aber ich kann hier auf keinen Fall irgendwie rumkommen. Und vor allem, wo springe ich dann hin? Moment, einen ganz kleinen Augenblick. Angeblich hier über diese Rampe kommt man dann wohin? Aber ich habe keine Ahnung wo. Moment. Ja, da hoch wohl nicht, oder? Ich habe nur gelesen, dass man hier durch muss. Hier ist dieser Ritter, der uns nicht vorbeilässt. Da ist ein Frosch drin. Und eine Fee. Und hier ist eine Tür und ein Ritter. Und hier ist ein Drache gewesen, genau. Ich speichere hier mal ganz kurz. Und ich weiß, wir halten uns viel zu lange in dem Level auf, aber ich will diesen verdammten Drachen haben. Angeblich soll ich hier dann, hier entlang und dann hier hüpfen. Ich habe keine Ahnung, wo mich das hinführen soll. Ich sehe ja nicht mal, wohin. Und da hoch, ob ich da hochkomme? Ob ich so hoch springen kann? Meh. Naja, ich versuche es einfach mal. Wir laufen schnurstracks von oben nach unten und versuchen es einfach mal. Ich habe wirklich, wie gesagt, keine Ahnung, ob es funktionieren kann. Wir springen dann ja auch nicht auf irgendeine Plattform, sondern... Jo! Sondern einfach runter in den Tod, was uns natürlich sehr gelegen kommt, wenn wir uns mal suizidieren möchten. Aber das möchten wir natürlich nicht. Wir wollen eigentlich nur zu diesem Drachen. Und wir springen dann angeblich in so ein Wirbelsturm-Dingsi, das uns zum Drachen hochbringt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das funktionieren kann. Erstens mal falsche Tür, zweitens mal blöd gelaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh verdammt. So. Aber die Drachen sind es mir wert. Nein! Wieder sehr, sehr blöd gelaufen. Alter, was ist denn los? Und was ist wirklich los? Ich habe mich heute noch kein einziges Mal über die Steuerung beschwert. Habe ich mich etwa vorbereitet? Habe ich mich etwa eingespielt? Vor der Aufnahme? Vor dem Stream? Habe ich mich etwa eingespielt? Nein, habe ich nicht, wie man sieht. Ich komme immer noch nicht mit der Steuerung klar, aber ich habe es akzeptiert. Das ist das Einzige, was sich geändert hat. Moment mal, wenn ich normal spreche, bin ich genauso laut wie die Spielmusik. Das will ich aber nicht. Moment mal. Ich mach mal ganz kurz hier leiser. La 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 la. Ja, genau, okay. Genau so will ich das. Hör auf, dich zu lecken. Was zur Hölle? Na 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 na. Jo, gegen den Türpfosten. Und gegen die Wand, natürlich, was auch sonst. Und noch eine Neuigkeit, die ich anzukündigen habe. Oder anzukündigen. Ich glaube, anzukündigen ist das richtige Wort. Noch eine Neuigkeit, die ich anzukündigen habe. Ich darf The Witcher 3 spielen. Ich darf The Witcher 3 im Let's Play spielen. Warum war jetzt der Sprint vorbei? Warum war jetzt der Sprint vorbei? Warum war der Sprint jetzt vorbei? Warum zur Hölle war der Sprint jetzt vorbei? Das ist nicht so schön. Habe ich ganz kurz den Knopf losgelassen? Aber ich denke nicht, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Bin ich zu weit gesprintet? Kann es das möglicherweise sein? Bin ich zu weit gegangen? Nein, du bist zu weit gesprintet. Okay. Drei Leben haben wir ja noch. Toll. Oh, verdammt. Oh, verdammt.